Guten Morgen, Manuela. Ich begrüße dich ganz herzlich. Danke, ich grüße dich auch. Ja, liebe Manuela. Auf deiner Webseite schreibst du, Trauer ist eine Chance, dich tiefer in deine persönliche Heilreise hineinzugeben, um gestärkt und glücklich dein Leben zu starten. Ja, in deinem Leben hast du dich, Manuela, mit dem Tod deiner Liebsten unweigerlich befassen müssen, ob du wolltest oder nicht. Also auf deiner Webseite über dich, deine Zahlen zu lesen, das hat mich echt berührt. Ja, und ich selbst musste tief Luft holen, als ich deine Zeilen gelesen habe. Manuela, magst du dich gleich selber vorstellen? Ja, gerne. Genau. Ja, also ich bin die Manela. Ich bin noch 42 Jahre jung. Ich bin Mama von 8 Kindern, 4 Lebende oder 4 Erdenkinder im Alter von 22 bis 15 Jahren und 4 Sternenkinder. Ich bin Witwe, aber auch wieder in neuer Partnerschaft. Ich bin Trauerbegleiter, Online-Coach. Ich habe meine Stärken und meine Schwächen und ja, arbeite in erster Linie online, aber auch offline ist mir sehr wichtig. Genau. Du bist immer wieder mit dem Tod konfrontiert worden, Manuela. Sei es durch den Verlust deiner Sternenkinder, deinem Mann, Stiefvater, Freund der Familie und alles in so kurzer Zeitspanne, Manuela. Meine Frage an dich: Wie bist du aufgetaucht? Was hat dich am Leben erhalten, weiterzugehen? Also, ich muss ehrlich sagen, gerade nach dem Tod meines Mannes, er hat Suizid begangen, war es so, dass ich oft gedacht habe, die erste Zeit war ganz schlimm, legt mich dazu. Ich habe aber ja 2 minderjährige Töchter mit ihm zusammen. Und meine Töchter haben mich wirklich am Leben gehalten, muss ich so sagen. Also meine Kinder überhaupt, also einfach dieses Wissen, das kann ich meinen Kindern nicht antun, ja. Meine jüngsten Töchter wollte ich nicht zu Vollwaisen machen und ich wollte auch meine anderen Kinder nie zu Halbwaisen machen. Also die haben auch genug erlebt und das war ein Hauptgrund, was mich am Leben gehalten hat. Dann ein ganz wichtiger Punkt war, ich bin nicht gläubig aufgewachsen, aber immer schon tief in mir drin wusste ich, dass es was Höheres gibt, nenn es Gott, nenn es Universum. Und das hat mich am Leben gehalten, dass es da was Höheres gibt, dass es einen Sinn hat. Und jetzt werden Sie vielleicht einige denken, wups, das gibt es ja gar nicht. Ich habe einen Tag nach dem Tod meines Mannes gesagt, wenn ich das überlebe, gehe ich damit in die Öffentlichkeit und ich schreibe ein Buch oder mache irgendwas anders. Ich habe immer gewusst, das muss einen Sinn haben. Also das hat mich am Leben gehalten, dass diese Dinge einen Sinn haben und dass es nicht nur mir dient, sondern dass ich anderen dienen kann. Und wie hast du den Sinn eigentlich in dir dann entdeckt? Wie habe ich den Sinn in mir entdeckt? Oder durch die ganze Zeit ist das, hat sich das einfach, weißt du, wie hast du, also du hast erwähnt eigentlich, dass es etwas anderes noch gibt. Genau. Ja. Ja, also ich habe das auch immer wieder gespürt. Also, wo mein Mann, also nach dem Tod meines Mannes, dann auch am ersten Tag und auch an dem Tag, wo mir die Todesnachricht überbracht ist. Ich habe ja früher gedacht, wenn mir jemand mal so eine Todesnachricht überbringt, ich überlebe das nie, ich falle um, kippe um, schreie oder so. Da war nichts dergleichen, ja. Ich war die Ruhe in Person. Ich habe das Telefon genommen, rumtelefoniert, irgendwelche Bankgeschäfte erledigt, Leute informiert, Freunde angerufen, die Verwandtschaft angerufen. Also ich war wie so ein, bin sofort in Schock gekommen. Und
Und an diesem nächsten Tag, wo ich dann wusste, das ist was Höheres, also ich wusste das ja die ganze Zeit, aber durch den Schock ist das ein Stück weg, wo das dann wieder so ein bisschen ins Bewusstsein kam, dass das also einen Sinn haben muss, war in mir, wenn, also es gab praktisch für mich nur die Option, entweder ich sterbe mit oder ich lebe. Also es gab nur mitsterben oder leben. Und ich wusste, dass ich leben wollte, tief drin. Und da waren so Begebenheiten und das war so wunderbar. Also ich stand am Fenster und da war zum Beispiel, da ist so ein Vogel vorbeigeflogen und es war ja im Winter, also es war genau am 6. Februar, wo mein Mann den Suizid begangen hat. Es war eigentlich wahnsinnig kalt, es war düster und es war strahlender Sonnenschein nach dem Suizid meines Mannes. Es sind Vögel rumgekreist und ich wusste ganz tief drin, das ist eine Botschaft von der anderen Ebene. Also ich habe mich in dieser Zeit wie in so einer Blase auch gefühlt und das Gefühl gehabt, mich trägt die geistige Welt, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Also mich trägt da irgendwas und ich hatte ja dann auch Leute gehabt, ich habe dann Unterstützung in den Bachblüten gefunden. Dann hatte ich sofort an der Stelle einen Hospizdienst gehabt, also Trauerbekleidung, die mit mir geredet haben. Ich hatte eine wundervolle Trauerrednerin gehabt, mit der ich 4-5 Stunden geredet habe, die Dokumente meines Mannes, der hat ja einen ganzen Ordner hinterlassen, dass wir aufgearbeitet haben, die Trauerrede zusammen gemacht haben. Man muss wirklich auch so sagen, so die ersten 4 Wochen hat mich auch die Vorbereitung auf die Beisetzung meines Mannes am Leben gehalten. Ich habe die Beisetzung ja komplett alleine geplant. Also es gab zwar einen Bestatter, es gab eine Urne, aber ich habe alles im kleinsten Detail habe ich selber arrangiert sozusagen. Ja. Und mir war ganz wichtig, dass mein verstorbener Mann spürt, wie sehr wir ihn, also die Kinder und ich, ihn geliebt haben. Und das waren alles Punkte, die mich am Leben gehalten haben. Also dieses einfach, dieses Tun und eben diese, wenn man diese Momente hat, wo man einfach so da sitzt und so sinniert oder dann eben doch dieses Gefühl der Trauer kommt, weil man ja nie nur die ganze Zeit am Tun ist, dann diese kleinen Botschaften, ja, dass du einfach, du guckst raus am Himmel und da war ein Stern und ich habe dann immer diesen Stern gesehen abends und das war so tröstend und das war einfach so ein Gefühl von, ja, das ist ein Gruß aus der anderen Welt. Und das hat mich einfach getragen, ja, dass ich gespürt habe, das sind um mich herum noch andere Wesen in irgendeiner Form. Also ich konnte es damals nie in Worte fassen oder ich konnte es nie greifen, aber es war was, wo ich mich unheimlich getragen gefühlt habe. Was ist ein Rat, Manuela, wenn ich dir eigentlich für Menschen, die vielleicht genau jetzt heute in so einer Verlustphase einen Menschen verlieren oder verloren haben, was ist ein Rat jetzt von dir an diese Menschen? Mein Rat ist einfach ganz wichtig zu sagen, wenn sie Hilfe brauchen, auch wirklich zu sagen, also das habe ich auch gemacht. Ich kann es nicht. Mir ist wirklich gerade das Leben egal. Bitte regle du für mich das Leben. Also einfach zu sagen, ich muss momentan was abgeben. Ich kann es nicht. Ich brauche Zeit für mich. Also Hilfe zu suchen ist ein ganz, ganz großer Rat. Am besten eigentlich ein Trauerbegleiter, weil der das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und das war für mich auch ein wichtiger Punkt, dieses Gefühl, dass meine Emotionen, das, was ich fühle, ich bin weder verkehrt, noch bin ich krank, noch gehöre ich in eine Klinik, sondern das sind ganz normale Trauerprozesse. Also das war ganz wichtig, wenn es eine Freundin gibt oder Freunde gibt, die das mittragen können. Das Glück hatte ich jetzt in meinem Fall nicht so gehabt. Also die waren da sehr sprachlos. Aber wenn es
Freunde gibt, eine Familie gibt, dass die Familie wirklich da ist, Zeit hat, vielleicht auch eine Zeit lang einzieht und da einfach da ist und Dinge tut, die man einfach nie machen kann. Das heißt, einkaufen gehen, kochen, essen, also so eine Sachen habe ich auch alles nie gemacht. Und da muss ich sagen, da bin ich von Herzen dankbar. Das hat mein Ex-Mann übernommen. Der hat gekocht. Der hat, wenn ich das mich jetzt auch gerade so reden höre, da frage ich mich echt, wie das so war. Also ja, der hat gekocht. Ich habe dann zu essen gekriegt, weil ich selber überhaupt nie an diese Dinge gedacht habe, wie Essen und Trinken und so. Also du brauchst da schon jemanden, der dich dort anhält. Und da ist wirklich mein Rat, eben Außenstehende, ganz enge Freunde zu fragen, die einen kennen. Und wenn die es können, zur Seite zu stehen und ansonsten Hilfe zu suchen, eben in Trauerbekleidung. Und eben, was auch wirklich super hilft, ist Bachblüten, Homöopathie, zu einem Homöopathen zu gehen, der sich damit auskennt, unterstützend. Das nie wegdeckeln, keine Tabletten zu schlucken. Das sind so wirklich meine Ratschläge, weil ich kann natürlich Tabletten nehmen und den Schmerz wegdeckeln, aber das rettet mich nie. Also lieber suche ich mir Unterstützung in der alternativen, naturheilkundlichen Medizin und habe dort meine eigenen Selbstheilungskräfte, die da am Werken sind, aber spüre den Schmerz. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, diesen Schmerz auch zu spüren. Das heißt, ich habe auch wirklich in Zeiten, wo ich da nichts zu tun hatte, viel geweint und Aufzeichnungen meines Mannes gelesen, immer wieder gedacht, der muss jetzt wiederkommen, das geht nie. Und Bücher gelesen, habe mir im Internet unterschiedliche Bücher gesucht von Leuten, denen es ähnlich ging. Das sind alles Sachen, die mir wirklich sehr, sehr geholfen haben. Ja, also wunderschön. Jetzt klingelt bei mir die Glocke, Entschuldigung. Manuela, was ist deine Herzensangelegenheit heute, jetzt? Also, was ist deine Vision? Meine Herzensangelegenheit? Ja. Meine Herzensangelegenheiten ist einmal, deswegen gibt es ja demnächst bald einen Kongress darüber, Muttertrauer. Ich möchte die Trauerkultur, die wir in dieser westlichen Welt haben, ich habe es, weil ich es ja selber eben auch sehr oft erfahren habe, dass Menschen in eine Schockstarre fallen, auch als, wie sagt man jetzt, Angehörige, Bekannte. Ich wünsche mir einen natürlichen Umgang mit dem Thema Trauer, mit dem Thema Tod, mit dem Thema Sterben. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das nächste ist eine Herzensangelegenheit von mir, das Thema Trauma. Das heißt, jeder, der ein Trauma erlebt hat, sei es zum Beispiel durch eben Tod, durch einen Unfall, durch Vergewaltigung, dass keine Frau, kein Kind auf der Welt ein Leben lang Opfer bleiben muss, sondern dass es gute Methoden gibt. Es gibt da wunderbare Therapeuten, die da sehr weit sind, dass man die Traumas auflösen kann. Und ich glaube ganz fest dran, wenn sich Frauen miteinander verbinden und so wie das eigentlich im ureigensten Sinne ist, das heißt, eine große Schwesterngemeinschaft, dass Frauen sich unheimlich viel Halt und Stärke geben können in den Dingen, wo sie halt also tiefst verletzt werden und dass gerade so Frauenheilkreise so viel bewirken können, weil diese Power praktisch von Frauen und sind da so viele zusammen, die können sich so, so intensiv heilen. Das finde ich total wertvoll. Das sind so meine Herzensangelegenheiten, dass sich also Frauen unterstützen und zusammentun und wirklich ihr Herz leben, ihre Gaben leben und sich auch klar sind, was sie eigentlich wirklich bewegen. Bei Frauen sind die Kinder gebären. Frauen sind die eigentlich
ja, die Wiege an der Hand haben, ja, die eigentlich was ganz, ganz, ganz Großartiges machen. Und egal, ob man Mutter wird oder nie, ob man das Glück hat, gesegnet zu werden mit Kindern oder nie, trotzdem ist eine Frau eine unheimliche, hat eine unheimliche Ausstrahlung und kann so viel bewegen in der Welt. Das ist so mein Herzensangelegenheit. Sehe ich auch so, Manuela. Ja. Manuela, was schenkt dir Flügel im Alltag? Also einmal sind es meine Kinder. Das nächste ist, dass ich einfach weiß, dass es was Höheres gibt. Dann, was ich total liebe, ist, ich liebe es zu kochen, zu backen oder Musik zu machen oder zu tanzen. Das sind so meine Energien, meine Kraftquellen und aber auch mich einfach so richtig schön zurückzulehnen und mal nichts tun, das heißt zu meditieren oder einfach wirklich nichts tun und einfach auch mal so einen richtigen, ja, romantischen Film zu gucken, also dieses typisch frauenmäßige so, ja. Und irgendwelchen Tagträumen nachzuhängen. Das sind so diese kleinen Momente im Alltag, die mir diese Flügel schenken, wo ich das Gefühl habe, ja. Manuela, meine allerletzte Frage an dich. Was ist dein Wunsch für uns Frauen? Mein Wunsch an uns Frauen ist, dass jede einzelne Frau sich bewusst ist, dass sie eine unheimliche Power in sich hat, dass sie ganz viel Stärke in sich hat. Und was mir auch so wichtig ist, dass Frauen ganz oft in so einem Konkurrenzkampf sind, ja, also die ist schöner wie ich und jede Frau ist schön auf ihre Weise, auf ihre Begabung und auf das, was sie einbringen kann in das Feld der Frauen. Und das ist mein Wunsch, dass sich die Frauen ihrer Kraft, ihrer eigenen Kraft bewusst sind, ihrer Schönheit bewusst sind und ihren Gaben, dass sie wissen, was sie wirklich für wundervolle Gaben haben und dass die Frauen miteinander die Welt verändern können und was ganz Tolles kreieren können. Was für ein wunderschöner Abschluss, Manuela. Ich danke dir. Ich danke dir eigentlich für deine Offenheit und ich bin ja ganz berührt über deine Worte, was du zum Tod, zum Verlust eigentlich jetzt erzählt hast und wie du aufgetaucht bist. Herzlichen Dank, Manuela. Und ich wünsche dir ganz viele schöne, verbundene Stunden mit dir selbst und mit den Menschen, die du begleitest. Danke. Ich danke dir.